Dum-dum-dum-dum-dum. Was? Warum? Oh. Ja, ich habe das Maribu angegriffen. Und ich habe mich gewundert, dass es mich angreift. Ich wollte gerade sagen, da machst du so eine Staatsaffäre draus. Was? Du bist eben mit E-Mails klar. Ist eben die Festplatte explodiert oder was? Ach man. Ich habe ein Virus. Ein Virus? Ja. Ja, was hast du denn gesagt? Gleich haben wir es. Auch das Quest haben wir gleich fertig. Voll. Du hast alles geschafft und so. Okay, ich hatte es akustisch beim ersten Mal nicht verstanden. Das ist alles. Okay. Nein. Was ist das andere? Wir müssen ein Buch finden. Felder, Fabriken und Werkstätte. Das ist ein Buch. Okay, nice. Ich glaube, es ist hier drin im verbrannten Gebäude. Ich sehe es. Haha. Ui. Tja, viel Quests im Abgeben. Ich hab Blut an meiner Kleidung. Weil du das Karibu. Weil es dich angegriffen hat. Oder weil du es angegriffen hast. Oh, ich krieg jetzt immer Ausrüstung. Ach Gott. Ich will aber zu viel Gegenstände. Ich will die Wegrollsperre mal einschließen.
für eine Wegrollspelle? Mhm. Man muss in die Mine. Ja, das macht Sinn. Okay, es ist doch hier. Wo denn? Oh. Oh, hallo. Wir waren den Schlüssel. Genius. Ah. Boah, komm rein, ich will da rein. Wie ist da jetzt wohl den Berg hoch? Ey? Wir haben doch die Wegfahrsperre gelöst. Oh nein, Hilfe! Nein! Schubi! Just point the system. Jetzt ist es weg. Toll. Ah, jetzt können wir, weil du die Gleise kaputt gemacht hast. Ich meine, fetschig. Mein Avatar ist nicht fett. Das stimmt. Ich will keine Gegenstände mehr haben, das ist viel zu kompliziert. Uah. Nice, Gary. Episches Level. Ein episches Level. Boah, gekonntes Reiten. Ist ja nicht toll. Boah, cool. Valias abgeben. Ja. Ich hab schon neue nie freigeschaltet. Also da macht keiner Grads, weißt du, aber für so scheiß Level 36, 48, 52. Ja, wir haben den Punkt verstanden. Na, ich wollte auch damit nur zeigen, wie äußerst wichtig mir der Punkt ist, ja. Weil Leute aus meinem Deutsch-LK haben für solche Aussagen immer meist ihre 12 Punkte gekriegt. Während Scooby mal solche Dinge gesagt hat, wie, ja, der Fluss könnte die Zeit darstellen, unaufhaltsam und gefährlich manchmal. Und man kann die Zeit nicht stoppen, weil man den Fluss nicht aufhalten kann mit purer Kraft, ja. Wenn einer gesagt hätte, aber man kann doch einen Damm bauen, bauen, den hätte ich sowas von die Fresse poliert. Glaubst du gar nicht. Ja. Scooby hat seine Emotionen nicht immer im Griff. Nicht immer? Das kam ziemlich schnell, muss ich sagen. Oh, guck mal. Hier ist immer überall keine Willenskraft mehr mit bei. Was soll denn der Quatsch?
Ja, weil die Items nicht daran angepasst wurden, ne? Ja. Kein Gegenstand hier mit Willenskraft, nicht allen. Was war das nur für eine Zeit, Scooby? Wie konnten die Menschen hier so leveln? Ohne Willenskraft? Cool. Ja. Anderer Patch, andere Probleme, sag ich immer. Wir wollen mal ins Gasthaus. Mhm. Wo sind hier die Betten? Wunden ist der Schlachter, das sage ich dir. Aber den haben wir bekehrt. Bekoren. Ich schlafe oben. Mhm. Oder? Ich glaube, das ist aber der richtige Weg. Hubschrauber, ach Scheiße. Ich sehe das. Das hoffen wir mal als verloren. Du musst laggen. Ach, verdammt. Muss man unten schlafen. Die können nicht nur zwei Betten. Unten geht auch nicht. Hä? Wo ist überhaupt der Sinn dieses Dings hier? Das bist du gar nicht, das Verteidigerin Jana. Warum ist hier der Keller weg? Der eigentlich hier war. Leute, du bist ja da unten. Ich meine, da kann man dem Schlachter von oben zugucken und das Fleisch spucken. Mehr Funktionalität sehe ich hier. Früher war das so. Die hatten ja keinen Fernsehen. Also ich würde meinen Fernseher gegen sowas eintauschen, ehrlich gesagt. Ab und zu spritzt was hoch. Oh, ist nein. Man kommt da nicht rein, Scooby. Müssen wir im Stühlchen vorlieb nehmen. Da wo die ganzen Leute zugucken, ich meine, hat uns in Wien auch nicht aufgehalten. Aber... Wo bist du? Du hier, beim Balkon. Ah, ich sitze in der Lobby. Ich sitze da auch so verloren, die Hände so auf dem Schoß. Da so ein schwulen Helm.